Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Das ist die Sendung, die Sie uns eingebrockt haben. Denn das sind Ihre Gegenstände, die Sie uns eingesandt haben, die geheimnisvoll sind, die irgendetwas Praktisches können und mindestens 30 Jahre alt sind oder noch älter. Und das sind die vier, die die Nuss knacken müssen, die rausfinden müssen, was kann man mit den Dingsen anstellen. Begrüßen Sie unser Rateteam des Abends. Hier ist Matze Knob, Susanne Petzold, Sonja Kraus und Manuel Andrad. Und das hier ist nicht irgendwie Holzschrott, der übrig geblieben ist, keine Ahnung. Das ist tatsächlich ein Dings vom Dach und ist von Josef Odenkirchen aus Mönchengladbach. Und der würde 100 Euro bekommen. Im Fall der Fälle, wenn ihr nicht findet, und zwar herausfindet, was man damit machen kann. Ansonsten aber, wenn ihr es rausfindet, sammelt ihr das Geld ein und könnt es am Ende der Sendung wie immer dann ausschenken. Was ist das? Das ist ein früher Prototyp eines Baseballschlägers. nicht durchgesetzt hat. Ja. Aber jetzt zeige ich das erstmal. Das ist ja hochinteressant. Also erstmal finde ich das vom Profil, vom Shape sehr interessant. Erinnert also das an überhaupt was? Nicht. Ja, ich so, also irgendwie so an so eine große, ein großes Holzspielzeug. Hier steht da was drauf, was irgendwie sehr, sehr kryptisch ist. Mitte minus gleich 15 plus, in Klammern Norm bei 6 Wochen. Hä? So, und was mir direkt aufgefallen ist, also Sven schon, hier ist dieses Loch. Also irgendwie könnte es sein, dass das irgendwo an der Wand gehangen hat. Jetzt seid ihr dran. Also es erinnert mich auf jeden Fall schon mal an Schreinerei irgendwie, weil es ist ja, als wäre es so eine Gärungslehre ne, für Holzverarbeitung. Und zwar jetzt auch gerade hier mit minus 5 bei 6 Wochen könnte irgendwie Trocknungszeit von irgendeinem Holz sein, dass es dann irgendwas an Dichte verliert. Ist vielleicht ein bisschen extrem viel, aber das wir sollen ja mal hier so kreativ brainstormen. Und dann, dass da irgendwelche Dielen, die sich dann eben zusammenziehen aus den whatever. So, weiter. Whatever. Ich finde das wirklich sehr kryptisch. Mitte 5 minus gleich. Ja, lasst euch davon nicht so beeinflussen. Ach so, davon lasse ich mich einfach überhaupt gar nicht beeinflussen. Nee. Ignoriere das vollkommen. In welchen Positionen würde es denn selbstständig stehen? So? Ich glaube, es kann ja hängen. Es Wozu ist das Loch sonst da? Ja, aber hängen kann man ja viele Sachen, die einfach, wenn man sie nicht braucht, irgendwo hingehängt werden. Das Der scheint Matze mir weiß es, glaube ich. Bitte? Der Matze weiß es. Der Matze weiß es schon. Ich habe eine Idee. Und zwar, guck mal, das macht auch Sinn mit den Mitte 5 minus 15 plus Norm bei 6 Wochen. Das hängt in Amtsstuben. Das heißt, so ein Beamter, der kann ja nicht die ganze Zeit nur am Schreibtisch pennen, sondern der muss ja auch mal aufstehen. Wenn er sich aber dann selber mit seiner eigenen Muskulatur, die ja verkümmert ist, halten muss, funktioniert das nicht. Also hängt das quasi an der Wand und da kann der Beamte sich dann entsprechend deswegen auch 6 Wochen, also Norm bei 6 Wochen. Wenn du 6 Wochen an dem Ding stehst, kannst nicht du schlecht. Dich im Sitzen wieder halten. Nicht schlecht. Aber es gibt ja bei jedem Ding, was ich euch präsentiere, 3 mögliche Tipps. Und der erste Tipp wird uns wieder dahin führen, wo Sonja ganz am Anfang war, nämlich zum Holz. Holz. Also Holz ist der Tipp. Holz. 70. So ein Türstopper, vielleicht so ein großer für so ein Scheunentor oder so. Das ist so ja, aber da liegt, glaube ich, was drauf. Es ist wie so ein. Also wo es mich auch direkt daran erinnert hat, wie an so einen überdimensionalen Sushi-Stäbchenhalter. Nee, mich erinnert das an das so ein Schlagholz, wo du dann irgendwie Dielen zusammen, Nut und Feder zusammenhaust. Ja, stimmt. So, hier. Nee, aber der zweite Tipp lautet Veränderung. Klar kann man sagen, wenn ich mit Parkett lege, ist es auch eine Art Veränderung, aber damit ist es das ist nicht gemeint. Okay, aber das war das eine Veränderung des Holzes, weil es durch Trocknung, war das der richtige Weg, den ich da anfangen Ja, aber ich könnte ja durch Zusammenspannen irgendwas, was verklebt werden muss, holzmäßig, und das wird da reingepasst. Mein Vater sagt ja immer, das Junge, Holz lebt, das ist natürlich, ja, das verzieht sich Ja, das meine ich doch, ja. Das verzieht sich. Also sozusagen, das ist, damit kann man berechnen, wie weit ein Holz sich verändert, nämlich innerhalb von 6 Wochen. Also der erste Tipp lautet Holz, der zweite lautet Veränderung und der dritte Tipp lautet Kunst. Bilderrahmen? Bespannungshilfe. Bilderrahmen ist, ja, ja. Ist richtig? Nein. Ist nicht Kunst. Ist komplett falsch. Ist komplett falsch. Und Kunst. Ihr seid so ratlos, da würde ich lieber sagen, das lösen wir jetzt mal auf, weil da seid ihr noch ganz weit entfernt. Kunst. Und das ist eine ganz andere Kunstrichtung als wie mit Bilderrahmen. Skulptur. Es geht nämlich um die Musik. Ah. Musik, auch nicht die Orgel.
Mit diesem Richtbock, das ist nämlich einer, kann man Bock, klar. Gitarrenhälse richten. Wenn Sie mal schauen mögen. Der Hals dieser Gitarre hat sich im Laufe der Zeit etwas verzogen. Deshalb soll sie mit dem seinerzeit selbstgebauten Gitarrenhals-Richtbock wieder gerade gebogen werden. Der Hals der Gitarre, der zuvor von der Lackierung befreit sein sollte, wird passgenau darin eingelegt, mit einem feuchten Tuch umwickelt und dann an der richtigen Stelle mit einer Schraubzwinge befestigt und so in die gewünschte Form gebracht. Das Ganze wird dann zuweilen für mehrere Wochen so belassen und schließlich sollte der Gitarrenhals wieder gerade sein. Mit dieser Eigenkonstruktion hat unser Zuschauer Josef Odenkirchen aus Mönchengladbach jahrelang erfolgreich gearbeitet. Unter Gitarrenbauern ist es allerdings auch eher umstritten. Aber wir haben es getestet, hat funktioniert. Ein Gitarrenhals-Richtbock. Und für Josef Odenkirchen aus dem Mönchengladbach, der hatte nicht nur sein Dings im Fernsehen, sondern 100 Euro bald auf dem Konto mehr drauf. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte nur sagen, hiermit kann man auch Rasen mähen. Es ist sehr umstritten. Ich habe es probiert, es funktioniert. Das ist auch ein Eigenprodukt von dir. Das ist ein Eigenprodukt. Das ist ein Prototyp. Ich war erst ein Rasenmäher, dann war das irgendwie ein Rasierer. Und dann wusste ich es auch nicht genau. Eine fliegende Unterscheibe. Gut, wir kommen jetzt nun zu einem Dings aus Hohnsdorf. Das liegt im Landkreis Lüneburg. Unser Zuschauer Robert Stellmann hat uns das hier eingesandt. Ist ordentlich schwer, hat so Einkerbungen an der Seite. Und wenn man das durch eine Fensterscheibe schmeißt, ist die kaputt. Ja, man glaubt es kaum. Wir haben es getestet. Tipp 1 bis 3 war das. Was ist das für ein Dings vom Dach? Oh, das ist aber echt ordentlich schwer. Das ist, oh Mann, immer diese Messgeräte und wo was draufsteht, was irgendwie überhaupt nichts zu sagen hat. Oder wer kennt die Marke Herka? Das ist, wenn ich das sagen darf, eine Herka MK13. Keine Ahnung, weiß es nicht genau. Aber mein erster Tipp lautet Metall. Ja, Metall ist viel dran, muss ich wirklich sagen. Hast du vollkommen recht. Geht nicht um das Ding. Nicht abknibbeln, da, wenn da was drauf. Das ist nicht wichtig. 0, also 0, wichtig zu wissen ist, da ist also eine relativ schiefe Furche drin, eine Fuge. Und dann ist aber da auch noch mal ein Steg und noch ein Steg. Es sind zwei Stege in dieser Furche. Furche. Ein zweiter Tipp lautet Verbesserung. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, weil es so schwer ist, dass man irgendwas damit plätten will. Also wenn es heiß wäre, würde ich nicht draufdrücken, aber dass man irgendwas, aber diese Furche ist ja so. Die ist ja unterbrochen. Also da, ich würde sagen, dass man da was arretieren könnte, geht also auch irgendwas, nicht. Irgendwas, was nicht richtig oder korrekt ist, wird wieder verbessert. Wird wieder gerade gebogen. Ja. Ein Gitarrenhals vielleicht. Mir ist noch was aufgefallen. Der ist ja selten aus Metall. Und deswegen würde ich euch einen dritten und letzten Tipp geben. Es geht um einen speziellen Winkel. Es geht für einen Einbrecher, dass er besser irgendwo reinkommt, wo Metall ist. Ja, mit Aufhebeln, Du kannst einfach so Metalltüren oder was hast. Panzertüren. Ja, kannst du dir mal wunderbar aufbrechen und das ist doch toll, das ist doch schön. Vom Tresor, genau, das ist eine Tresortür-Aufhebelmaschine. Das Ding ist im richtigen Winkel angewendet, funktioniert. Genau, es ist auch geklaut. Es ist übrigens zugeschickt, aber es gehört ihm gar nicht. Robert Stellmann, doch, dem gehört das. Auch da seid ihr noch sehr weit weg. Aber was hat denn diese? Aber Metall, ich sag mal so, also theoretisch, was ist denn noch aus Metall? Da gibt's ja ganz Drähte, viel. Drähte, irgendwelche. Es muss was Schweres und du siehst ja wieder. Manuel, machst du mal so? Fahrradkette? Der Manuel winkt mit der weißen Flagge, da muss ich jetzt mal. Du, ich weiß, ich mach alles, was du sagst. Nee, weil ich habe ja noch so viele schöne Dinge. Du bist doch gerade erst bei mir angekommen, da drückst du schon auf den roten Knopf. Ich habe das jetzt gerade mal für 2 Sekunden in der Hand. Weißt du, kannst du noch ein bisschen mitspielen? Das zeige ich dir mal in der Zeit, wozu man das in der Praxis nutzt. Das ist ja nicht von dir, du. Ja, weißt du? Ab dafür. Ab geht er. Bei der Arbeit an der Drehmaschine erweist sich, dass der Drehmeißel nicht mehr ganz so gut das Metall abträgt. Also muss der Meißel nachgeschliffen werden und wieder scharf gemacht werden. An der Schleifmaschine wird er fest in die Drehmeißel-Schleifhilfe, so heißt unser Dings, eingespannt. Mit diesem Hilfswerkzeug kann der Meißel besser gefasst und vor allen Dingen am Schleifstein geführt werden. Das wäre mit der Hand ein bisschen gefährlich. Außerdem wird damit auch der richtige Schleifwinkel vorgegeben. Und etwas sicherer ist das Ganze eben auch noch.
So wird er mit der Schleifhilfe schnell wieder für die Arbeit an der Drehbank optimal zurechtgeschliffen. Unser Ding ist eine Drehmeißel-Schleifhilfe. Da hätte man drauf kommen können. Nein. Da hätte man nicht drauf kommen können, da hätte man drauf kommen müssen. Absolut. Ja, also. Einer Drehmeißel-Schleifer-Lehre. Erstmal machen wir jetzt mal 100 Euro, okay? Und zwar für Robert Stellmacher aus Hohnsdorf im Landkreis Lüneburg. Die gehören nämlich Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt eine Premiere bei Dings vom Dach, sage ich ganz offen. Wir spielen jetzt ein Dings, das kann man für zwei Gegebenheiten gleichzeitig nutzen, gewissermaßen. Das ist quasi ein Dings, wo ich zwei Lösungen akzeptieren würde. Wow. Wow. Die Chancen für euch erweitern sich. Der Druck wird höher und es wird zugleich noch schwieriger, weil ihr jetzt nicht Tipps in Form von Worten bekommt, sondern Tipps in Form von Gegenständen. Hier erstmal das ominöse Dings vom Dach. Das wird euch gefallen. Dieses Dings vom Dach ist von Rosemarie Töpelmann aus Reinheim in Südhessen. Und da der Matze gemeckert hat eben, es kommt ja gar nicht bei mir an. Willst du mal zuerst gucken, was man damit machen kann? You. Ach, soll ich in Sicherheit gehen? Ja, würde ich sagen. Zum Ersten. Es ist so eine Spechtanlockmaschine. Das heißt, wenn du Jäger bist, verstehst du, und bist im Wald, dann machst du die ganze Zeit so. Das wäre schon mal die erste Lösung. Aber die zweite fehlt mir noch. Ja. Theoretisch ist es natürlich wirklich so, dass es irgendwo an einer... Man hat das wirklich in der Hand, ne? Weiß ich nicht. Fühlt sich so an, ja. Ja. Was könnte das denn? Und das Schöne ist, man kann es für zwei Sachen gleichzeitig benutzen. Also nicht gleichzeitig, aber es kann einmal Sass sein und es könnte auch sogar was anderes auch noch sein. Ein Hostienzerbrösler für die Kirche. Das wenn der Pfarrer irgendwie die Dritten zu Hause vergessen hat, zack, eine Hostie, eine links und bitteschön. Ja. Sie zu Hause sehen rechts unten das Ding vom Dach, das es zu erraten gilt. Und darüber kommt jetzt ein Gegenstand, den ich in meiner Sakkotasche habe, nämlich ein Ei. Das ist kein Ding vom Dach, das ist ein Tipp. Okay. Obacht. Also. Ist ein Bio-Ei oder ein normales Ei? Es ist ein ganz wichtig. Ganz normales Bio-Ei. Und es kullert, halt mal fest. Mhm. Vielleicht macht das ein ganz spezielles Geräusch. Vielleicht ist es eine Fuchsvertreibemaschine. Ach, ja? Also da steht der Bauer im Feld an der Scheune. Das hat was mit dem Ei zu tun. Ei, ist ja Ei, der Fuchs kommt und die Hühner. Also man könnte da natürlich damit, nee, also Hühner, also was Gewalttätiges entfällt ja, man will ja, dass die Eier legen. Oder das Ei ist nur um die Ecke und es geht eigentlich um Nahrungsmittel. Oder um die Empfindlichkeit. Ja, oder aber, es gibt einen weiteren Tipp. Und das sind eine Gänsefamilie. Das ist ein weiterer Tipp. Kein Dings vom Dach. Eine Gänsefamilie? Ja, weiß ich nicht, Familie nicht, das sind Gänse. Das ist eine Gänse-Stopfleber. Apparat. Nein. Aber es ist auch so unpraktisch, ich meine da. Vielleicht ist es auch nur, um Stöckelschuhe zu imitieren. Oh, ich ahne Schlimmes. Nein, vielleicht ist das so eine Tötungsmaschine. Da ist das Viech, egal wie das heißt, auch längst weggelaufen. Das ist eine Familiensendung. Eine Familiensendung. Also Sie zu Hause sehen rechts unten das Dings vom Dach. Darüber haben wir jetzt drei Gegenstände. Wir haben ein Ei, wir haben Gänse und wir haben... Es ist ja um die Ecke denken. Es ist vielleicht, dass man es vielleicht doch noch sagt, Ei. Es ist vielleicht was Sächsisches. Ei, Gänsefleisch, mal die Tür aufmachen. Das wäre super. Ei, Gänsefleisch, mal die Tür aufmachen, da steht einer davor. Wenn das die Lösung gewesen wäre, ich wäre vor dir auf die Knie gesunken. Ja, wirklich? Und bei zwei Möglichkeiten ist noch ein anderer Dialekt. Ja, genau. Ich finde das jetzt ein bisschen demütigend, dass es zwei Möglichkeiten gibt und wir sind der Erste noch nicht mal auf der Also, aber ist das ein so, Signal, dass es aus... die eine Möglichkeit als Kind sogar praktiziert. Vielleicht ist das Geräusch wirklich stimulierend, dass sie alle im Gänsemarsch die Hühner hinter dir herlaufen. Das ist überhaupt wie so ein, wie so ein Schäfer, weißt du, der irgendwie, wie so eine Gans, die vorweg marschiert. Weil alles als Geräusche, was macht das anderes als Geräusche? Nix macht es als Geräusche. Okay, sag nochmal, was bringt das noch bitte in den Satz? Also das ist sozusagen ein Lockruf, dass es Futter gibt und darauf sind die dann konditioniert und dann laufen sie im Gänsemarsch. Pavlovscher Effekt für Gänse. Genau, dann laufen sie im Gänsemarsch. Lass ich gelten, richtige Antwort. Wahnsinn. Dies ist in der Tat ein Gänseklapper.
Da lief der, die Gänsehirten liefen früh durchs Dorf und klapperten so. Und die kamen wirklich wie die Ratten hinter dem Flötenspieler her und sind dem hinterhergelaufen. Und dann gab es Futter, ohne Quatsch. Mit wem hast du das früher praktiziert? Nee, kann ich dir sagen. Ist auch so unglaublich handlich. Ich war früher Messdiener. Ah, genau, da gibt es einen Brauch. Exakt. Und zwar Karfreitag sind die Glocken in Rom, wie man bei uns gesagt hat früher. Und da mussten die Messdiener vorne auf den Kirchplatz gehen und das Glockengeräusch imitieren mit Holz. Und da gab es solche Dinger hier. Und dann mussten wir immer im Messdiener-Ornat das machen. Und da wussten die Gläubigen, ah, die Karfreitagsliturgie fängt gleich an. Da spielt auch keine Orgel in der Kirche. Mhm. Da wird nur so gesungen, wird halt keine richtige Musik mit Instrumenten gemacht. Und da musste ich draußen, heute machen das meine Kinder, zack, bumm, so machen. Das ist gleichzeitig eine Karfreitagsklapper. Und von dir und von euch richtig gelöst eine Gänseklapper. Deswegen geht der Punkt eindeutig an euch. Super. Heißt leider nur für Rosemarie Töpelmann aus Reinheim in Südhessen. Das gibt leider keine 100 Euro, weil da wart ihr da mal wieder. Endlich mal ein Erfolgserlebnis für euch. Super. Das heißt endlich mal. Ja, also hallo, der Anfang war doch jetzt. Also, ich habe euch noch zweimal die Ilse und dann haben wir das Spiel gedreht. Also, ich habe euch am Anfang doch mehrfach gesagt, Gitarre, und die so, was könnte das bedeuten? Nee, wie auch immer. Nein, jetzt gibt es keine drei Tipps, denn jetzt kommt eine Frau, die die 50-50-Chance immer im Gepäck hat. Hier ist unsere Ilse. Die hat nämlich zwei Filme, deswegen die 50-50-Chance. Sie hat ein Dings vom Dach. Ich guck mal eben heimlich nach, was das für ein Dings ist. Oh, das ist, nicht gucken, so groß aus Holz. Und sie behauptet im ersten Film, es wäre das hier. Für die Herstellung eines Muffs aus edlem Pelz benutzte der Kürschner solch eine Holzform. Zunächst wurde ein passendes Stück Fell zurechtgeschnitten und zusammengenäht. Mit der befeuchteten Hautseite wurde es dann auf die geöffnete Holzform aufgezogen. Dann wurden die noch fehlenden Elemente hineingesteckt und so der Holzblock in die endgültige Form gebracht. Auf diese Weise wurde das Ganze unter Spannung gesetzt und wenn das Fell wieder trocken war, hatte es die gewünschte Form. Schließlich wurden die Eingriffe an beiden Seiten noch mit einem Band umnäht, damit sie später nicht ausleiern konnten. Das ist die berühmte Muff-Holzform. Also wir nehmen B. Also ein bisschen Respekt vor dem Dings von Karin Onken aus Hage in Ostfriesland. Ja, das habe ich, es ist ja B. Ach so. Ja, ja. Also die Muffs, die ich bisher gesehen habe, die waren nicht aus so einzelnen kleinen Stückchen, sondern die waren, glaube ich, dann aus zwei Teilen zusammengenäht. Und dafür bräuchte man, glaube ich, nicht so ein Holz-Rugby-Ei. Vor allem, genau, wollte auch gerade sagen. Früher, also eher wird da draußen Baseball gemacht. Nee, Rugby-Ball, American Football. Dann bin ich mal gespannt, ob wir Ilse jetzt im Sportdress sehen. Der Legende nach soll das Rugby-Spiel bereits 1823 in der gleichnamigen englischen Stadt entstanden sein. Auch hier bei uns in Frankfurt wird Rugby mit großer Begeisterung gespielt. Früher wurden diese eigentümlich eiförmigen Bälle noch aus echtem Leder von Hand genäht. Um die Lederstücke leichter und vor allem gleichmäßig vernähen zu können, benutzte man solch eine Rugby-Ballform. Am Ende, wenn die Hülle fast fertig war, wurden alle Teile der Holzform eingesteckt und auf diese Weise das Leder gespannt, um die perfekte Form zu erreichen. Rugby bei Dings vom Dach! Yeah! Yeah! Rugby bei Dings vom Dach. Da danken wir den vielen jungen Mitspielern, die auch mitgedreht haben vom Sportclub 1880 in Frankfurt. Vielen Dank fürs Mitmachen bei den eisigen, kalten Temperaturen draußen auf dem Sportplatz. Okay, ich leg mich fest. A. Das ist natürlich ein bisschen zu naheliegend. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Fangen wir wieder an, strategisch zu werden. Ja. Ihr seid so taktische Spieler, das ist so schlimm. Das ist auf jeden Fall Rugby. Das ist doch das andere, das Move geht gar nicht. Jetzt kommt Rugby. Nee. Das ist ja viel zu naheliegend. Ja. Da nehmen wir auf jeden Fall einen Muff. Als erstes drauf kommt. Okay, das ist das Ding für den Muff. Ah, es sieht aus wie ein Rugby. Dann drehen wir doch am Rugbyplatz. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Man kann sogar einzelne Elemente hier. Wie schön. Okay.
Das könnte natürlich sein. Das ist eine sein, Babuschka. Es könnte natürlich sein, dass man da vielleicht dann das Leder von dem Rugbyball abschiebt. Ich darf kann, nichts mehr oder? Sagen ja. zu dem Thema. Sag doch. Es ist natürlich von den Nähten, glaube ich, auch so, wie man es bei einem Rugbyball braucht, oder? Also, dass man. Also, wir brauchen jetzt von euch eine Entscheidung. Sonja, was sagst denn du? Du bist doch echt gut hier in dem Spiel. Hättest du nicht Rugby gesagt, hätte ich auch gesagt, okay, das macht Sinn. Aber es erinnert mich tatsächlich an so eine Schuhform vom, Schuster. Leisten, danke schön. Erinnert mich an Leisten, aber ich meine, Fell und Leder ist halt nun mal nicht so weit entfernt. Von daher, okay, wir brauchen eine Entscheidung. Sehr offensichtlich, aber irgendwie, da ich keinen Muff da drin erkenne. Ja, würde auch sagen Rugby. Würde ich einfach Rugby sagen. Rugby. Aber es fällt mir schwer. Ich sage Rugby, aber es fällt mir wirklich schwer. Rugby-Muff. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme B. Das ist formal juristisch korrekt. Ja. Ja, also. Okay, dann nehmt ihr B, die Rugby-Fallform. Und wer, du drückst jetzt den falschen Knopf. Du musst dir, überleg dir, die Kinder von dem Verein sitzen jetzt vorm Fernseher und möchten ja auch... Ja. Das ist. Glänzende Kinderaugen. Stell dir mal vor, die werden jetzt noch aber enttäuscht. Die wussten von Anfang an, dass das falsch ist. Oh, Mann. Mann! Der Muff aus 1000 Rugby-Eiern ist in diesem Ding drin. Das ist tatsächlich eine Muffmaschine, wenn Sie so mögen. Dies ist eine Muffholzform und bedeutet für Karin Onken aus Hage in Ostfriesland 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn! Letztlich ist doch ganz einfach. Da sitzen die zusammen und sagen, was könnte es jetzt noch sein? Da sieht aus wie eine Rugby-Eier. Guck mal, mach mal so einen Film draus. Komische Muffform. Komische Muffform. Aber die Dinge, die sie finden bei sich vielleicht auf dem Speicher oder im Keller oder wo auch immer, die müssen gar nicht komisch sein. Sie machen davon einfach nur ein Foto und schicken das bitte an die Redaktion Dings vom Dach beim Hessischen Rundfunk 60222 Frankfurt am Main oder per Mail das Foto bitte an 60 Quatsch. Oder per Mail das Ganze an dings@hr.de. Mailadressen haben noch keine Postleitzahlen. So weit sind wir noch nicht. So, und das Schöne ist ja, die Ilse hat noch ein Dings bekommen und zwar von Alexander Naumann aus Berlin. Und das soll angeblich ein Überspannungsschutz sein. Solch ein preiswertes Gerät hat schon in den 50er Jahren so manches Elektrogerät vor Schaden bewahrt. Besonders die wertvollen Radios und Fernseher konnten mit diesem Überspannungsschutz bei einem Blitzeinschlag wirksam gesichert werden. Das Gerät hat eine sehr starke elektromagnetische Metallspule und musste an die Steckdose angeschlossen werden, die der Hauptleitung am nächsten war. Wenn ein Blitz ins Stromnetz des Hauses einschlug, wurde er unmittelbar in den Überspannungsschutz geleitet. Der wurde dadurch zwar zerstört, aber alle anderen elektrischen Geräte blieben auf diese Weise unbeschädigt. Dreh mal bitte. Okay, wir sehen den Blitz. Phylax ist ein tolles Wort. Phylax? Da ist sonst nicht wirklich, also das ist einfach nur eine schwarze Kiste, die wir euch jetzt hingestellt haben. Ja. Da haben wir einen Aufkleber drauf gemacht und behaupten jetzt, das wäre ein Überspannungsschutz. Zeig doch mal B. Ja. B? Okay, Ilse bitte. Dieser geheimnisvolle kleine Kasten fand früher in einigen Schlafzimmern Verwendung. Er sollte angeblich für einen verbesserten Schlaf sorgen, wenn man nur ganz fest an seine Wirkung glaubte. Es ist ein Erdstrahlen-Entstörgerät. Mit diesem Ding sollten die angeblich vorhandenen Strahlen neutralisiert oder in die Erde zurückgeleitet werden. Darin befinden sich eine Spule und ein Kondensator, welche die Erdstrahlen auffangen sollten. Aber wohin dann damit? Das Stromkabel jedenfalls läuft im Inneren des Geräts ins Leere, ist also gar nicht angeschlossen. So kann man sich den Strom sparen und den Glauben an die Wirksamkeit dieses Geräts ebenso. Also,
kann mich erinnern, dass irgendwann mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren bei uns wirklich zu Hause jemand war und der hat so komische Drähte unterm Bett überall so verlegt. So nicht so Drähte, so auch gegen angeblich Wasseradern und Erdstrahlen und damit man besser schlafen kann. Also es gibt ja sowas in der Tat, dass Menschen sowas machen, so Hausharmonisierung nennt sich sowas, ja. Und von daher, deutsches Feng Shui, genau. Schon damals? Ja, das gab's schon. Kam es nicht erst in den... Nee. Ja? Ich kenne das schon seit, da war ich noch Jugendlicher, da gab es schon bei uns einen, der ist bei uns rein. Also so über Klappe um die Kirche gelaufen, da bist du schon. Irgend so ein Bekannter, du, da ist einer, wenn du nicht schlecht pennen kannst und so. Und dann kam der, hat da so komische Dinger unterm Bett und die habe ich dann irgendwie 5 Jahre später, als ich dann so meine Klamotten aufgeräumt habe, was ist das denn? Dann sagte unsere Mutter, ja, das ist doch, damit du so gut schlafen kannst. Aber da gibt es ja noch nicht mal einen Stecker, wo man das für teure Radio reinstecken kann. Nein, vor allem das Erste, ich meine, das macht meine Mutter heute noch, obwohl die Geräte anders sind, bei Gewitter, Angst, wird der Stecker rausgezogen. Ja. Was nehmt ihr? B. B. Ja? Ja. Ihr seid so weich, Eier. Aber gut, wenn ihr untergehen wollt, dann bitte. Aber in dem Fall habt ihr recht. Dies ist ohne Quatsch ein Erdstrahlenentstörungsgerät und es hat null Sinn, weil es in diesem Gerät wirklich ins Leere läuft. Da sind Lüsterklemmen drin, das Ding ist dood und das können Sie so viel in Strom, in Steckdose stecken, das bringt gar nichts. Aber wenn man ganz fest dran glaubt, dann schon. Heißt leider für Alexander Naumann aus Berlin, der hat auch ganz fest dran geglaubt, aber die 100 Euro kamen leider nicht, weil das Team zugeschlagen hat. Zu viert, 4-0 habt ihr euch entschieden. Das kommt auch selten vor. Ja. Normalerweise führt das immer ins Verderben, wenn das Team sich so einig ist. Aber in dem Fall habt ihr mal 100 Euro eingesackt. Und insgesamt habt ihr jetzt mittlerweile 200 Euro auf eurem Konto. Und wenn Sie diese Sendung noch mal in Ruhe sich anschauen wollen oder die Ilse noch mal zurückspulen oder auch vielleicht hier Gast im Publikum im Studio werden wollen, auch da gibt es Informationen zu, und zwar bei uns auf der Homepage dings.hr.de. Einfach mal reinschauen, reinklicken und glücklich werden. Jetzt werden die 4 glücklich mit dem nächsten Dings vom Dach. Das denn? Das ist die entscheidende Frage. Was ist das? Karl Müßig aus Berlin hat es uns eingesandt und er möchte gerne 100 Euro haben. Was ist das? Das ist ein Teil von einem großen Ganzen. Das eine Mörderriesenmaschine. Und da ist dieses von Ding runtergefallen. Von dem jemand was gehört hat. Exakt. Die ihr aber ausprobiert habt. Und zwar getestet. Das funktioniert. Ey. Das ist so öde, da fällt mir gar nichts zu ein. Ja. Das ist überhaupt null öde. Das ist null öde. Total öde. Da hängst du den Schlüssel dran auf. Also, wir haben hier ein Gerät, ein Dings aus 3 verschiedenen Materialien. Zum einen eben diese Platte, die Eisen ist. Dann haben wir hier, das könnte nicht Kupfermessing sein. Und da sind die bemalt oder ist das irgendwie tatsächlich, das ist ja verlötet hier unten. So komische, da würde man es aufsetzen. Nee. Kann sich drehen? Nee, kann nichts. Lasst uns einen verlöten. Bei der Ilse habt ihr ja die 50-50 Chance. Bei den Dingsen, die ich aus der Truhe heranreiche, gibt es ja 3 mögliche Tipps. Und dein erster Tipp lautet einzeln. Danke, jetzt einzeln. Ist ja klar. Da ist was einzeln. Vielleicht eine Kette, die man da drauf spannen kann und dann die einzelnen Kettenglieder wieder verbinden kann mit Hilfe von diesem kleinen Amboss da oder Und das würde ja zum zweiten Tipp passen, der lautet nach einzeln zusammen. Man fügt also möglicherweise etwas zusammen. Fahrradkette, ich bin irgendwie bei Ketten gelandet. Ja, aber dann Kette. Der dritte Tipp lautet bewegt. Zeiger. Einzeln zusammen bewegt. Uhrmacher. Ja. Zeiger. Nee, habe ich ja schon gesagt. Nein, Uhrmacher und Juwelier ist es nicht. Juwelier ist es nicht. In dem Bereich bewegt. Ist es nicht. Da ist was bewegt. Da wird einzeln was zusammen bewegt. Bewegt. Und das ist so schön. Zusammen bewegt. Ich habe es in meiner Kindheit und Jugend oft Ach, genossen. Mensch, Spieluhr oder so. Ein Musik. Ich habe es nicht genutzt. Ich habe es nur genossen. Elektrische Eisenbahn. Also so eine Schiene, von der elektrischen Eisenbahn, die man sozusagen. Ja, oder Carrera-Bahn oder irgendwie so. Das hätte ich ja selber benutzt. Ich habe das nie genutzt, das Ding. Du hast einfach zugeguckt, wie deine Freunde gespielt haben. Also, weil du nicht mitspielen durftest. Und jetzt überleg dir mal genau, warum. Musikinstrument. Derjenige, der das genutzt hat, den habe ich nie kennengelernt. Den hast du nie kennengelernt.
Du hättest also ihn gerne als Freund gehabt, aber er hat gesagt, Sven, du darfst nicht zuschauen. Für dich kein Bild, kein Foto für dich. Verbinden, Schallplatte. Einzeln zusammenfügen und bewegt. Und bewegt und genossen. Haben wir genossen. Ja, ich habe hab ein bisschen mehr geholfen. Ah, dann ist es wirklich, das ist ja wirklich, da kann, kommt eine Platte wirklich drauf. Beim Zip-Plattenspieler. Nee. Da sage ich schon mal nein, weil ich habe noch so schöne und die Zeit ist vorangeschritten. Ihr wisst ja, das ganze verdammte Problem, was wir immer haben. Das ist eine Trickschiene. Und zwar für Trickfilme, wenn Sie mal schauen möchten. Bei der Arbeit an einem Zeichentrickfilm ist solch ein Leuchtkasten sehr hilfreich. Darauf kann man die Details auf einem dünnen Zeichenpapier viel besser erkennen. Die einzelnen, speziell gelochten Blätter werden, damit sie während der Arbeit nicht verrutschen, auf unserem Dings vom Dach, der sogenannten Trickschiene, befestigt. Hier müssen noch kleine Änderungen an der gezeichneten Figur vorgenommen werden. Mit geübtem Blick erkennt der Zeichner, wo noch Korrekturen gemacht werden müssen, damit die animierte Figur später im Film die gewünschten Bewegungen zeigt. Früher mussten für einen Zeichentrickfilm aber tausende Zeichnungen erstellt werden. Heute geht das bei modernen Animationsfilmen natürlich vornehmlich am Computer. Wir danken dem Heimatmuseum in Rheinheim. Dort haben wir diesen Film über den Film gedreht. Diese modernen Computerkinder von heute wie ihr, das kennt ihr ja gar nicht mehr. Digital Natives. Wer wäre im Leben nicht drauf gekommen, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Nee. Never ever. Aber Karl Müssig aus Berlin bekommt jetzt von uns 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt was aus der Mitte von Hessen. Das Ding sieht von der Seite so aus und von der Seite sieht so aus. Ist von Margit Leinweber aus Biedenkopf. Und die möchte wissen, auf welchen Topf passt dieser Deckel? Kann ich da ganz kurz was zu sagen? Da kann ich mich erinnern, das ist damals, als ich, Franz Beckenbauer, ja, den Leberwurstpokal von Oberammergau gewonnen habe. Da habe ich dann diese Schüssel in die Luft gereckt und habe mich gefreut darüber, dass wir den Pokal gewonnen haben. Ich weiß es noch wie heute. Und später haben wir es dann eben benutzt als, du weißt es, als Topf für die Milch. Selbstverständlich. Ja, bitteschön. Ja. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, es ist vielleicht das Becken von einem Kinderschlagzeug. Weil sieht so ein bisschen aus wie aus dem Kinderzimmer. Ja, könnte sein. Ja, also man hat ja diese Lochung, das ist ja so was Typisches, wo man etwas an einen Nagel hängt. Ja. Das heißt, man hängt das an die Wand und hat dann einen roten Knopf für den Notfall, der nur nicht angeschlossen ist. Also es kommt zwar keine Feuerwehr und keine Polizei, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, man hätte was getan, wenn es brennt. Ja, Topfdeckel. Fest montiert. Das ist etwas sehr Praktisches. Einzige, was mir daran auffällt, ist, dass es relativ scharfkantig ist. Also sehr die gut. Karten, das heißt, man wird das wahrscheinlich zum Schaben von irgendwas benutzen. Und ist die Frage halt, was schabt man damit? Hat das eine Funktion, ich glaube, das mit dem Aufhängen ist nicht schlecht. Oder ist es nur zum Aufhängen da? Ne? Und was wird geschabt? Also der erste Tipp lautet ordentlich. Ordentlich. Ah, der Kühlschrank. Wenn der Käse schon an der Wand festgewachsen ist, dann kannst du den damit sauber machen. Dann ist er irgendwann wieder ordentlich. Nicht? Oder vielleicht fürs Eisfach, wenn das so richtig, weißt du? Ah, das ist gut. Hm. Aha. Der zweite Tipp lautet Vorbereitung. Vielleicht sind wir da irgendwie wieder bei, dass man ordentlich? Da wieder irgendwas an der Wand vorbereitet oder auf dem Boden, wenn du irgendwie Parkett verlegst, damit dir der Kleber dann entsprechend, damit die Reste vom Teppichboden beseitigt sind und der Kleber, ja? Das könnte das? Ist nicht, irgendwie fühlt es sich nicht handwerklich an. Ja, aber ich bin nicht ein Teppichbodenglätter. Man bereitet etwas ordentlich vor, damit man etwas machen kann. Estrich. Könnte man denn so abschaben? Klebereste vom Teppichboden. Entfernst du, damit das geht? Der dritte Tipp lautet eben. Ah, vielleicht was, aber guck, das erinnert mich. Ihr seid ja schon nah dran. An 60er. Hier was, Linoleum und so. Und so PVC, Kleber, was man da. Reste, um das Wort, damit der Kleber hält. Und dann bereitet den Boden. Klebereste entfernen. Klebereste vom Teppichboden. Man hat den Teppichboden entfernt und entfernt damit gut, die Klebereste. Ihr macht's mir einfach zu sagen. Hörst du, wie das Publikum tobt? Okay.
wenn du auf den roten Knopf bist du auch gegen all die Menschen, die extra nur für dich heute Abend liegen. Also den Einspruch, den habe ich erwartet, der wird auch kommen. Aber ihr habt eben am Schluss, wo ich sage, jetzt ordnet das Ganze nochmal, da habt ihr alle vier gesagt, Teppichboden. Und das war definitiv falsch. Nee, Teppich habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, die Reste. Okay, auch die Kleber. Reste, auch Boden. Kleber. Der Matze hat einmal ganz kurz das Wort Wand benutzt. Vorbereitung von zum Putz. Und dann wolltet ihr die Tapete gerade machen, aber darum geht es nicht. Dies ist ein Wandschaber und den nutzt man so. Auch wenn sich, wie hier beim Renovieren, die Tapete sehr leicht ablösen lässt, so bleibt oftmals noch Reste von der Tapete und von der Kleister an der Wand. Bevor die neue Tapete geklebt wird, muss das aber alles weg. Und die Wand soll dann so glatt sein wie möglich. Mit unserem Wandschaber geht das ganz wunderbar. Der wird mehrmals kreisförmig über die Wand gezogen und entfernt problemlos die ganzen Rückstände. Anschließend ist die Wand sauber und glatt. So ist sie optimal vorbereitet für die neue Tapete. Wo ist denn da der Unterschied? Igor, wo ist denn der Unterschied zwischen Kleber an der Wand und Kleber auf dem Boden? Das ist an der Wand, das ist nicht am Boden. Ja, aber das hätte man doch, kann man auf dem Boden genauso benutzen. Ja, aber nicht für Tapetenkleister, nicht für Teppichbodenkleister, das geht nicht. Aber Tapetenkleister lässt sich damit auf jeden Fall, das ist nur ein Wandschaber. Deswegen, guck hier, guckst du, das Ding heißt Wandschaber, nicht Bodenschaber. Okay? Weißt du, Boden ist unten, Wand ist an der Seite. Matze, gib ihm trotzdem eine. Und ich muss da wirklich knallhart sein, weil du hast recht. Ich bin auf Seiten des Publikums, auf Seiten der Zuschauer vor allen Dingen und auf Seiten von Margit Leinweber aus Biedenkopf in Mittelhessen. Die kriegt 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Das war knapp. Ich habe Angst vor dem nächsten Ding. Dann kommt der Manuel. Dann gehen die zu zweit. Nicht schön. Hier ist das nächste Ding vom Dach. Oh, das sind zwei Sachen. Diese zwei Sachen sehen obenrum so aus. Und sind von Günter Kuch aus Bensheim an der Bergstraße. Und der möchte wissen, was ist das? Und da bin ich auch wieder ganz knallhart. Und da lasse ich auch nicht mit mir spielen. Doch, nee, Quatsch. Ich helfe euch ein bisschen. Drei Tipps gibt's wie immer. Was könnte das sein? Also ist auf jeden Fall schon mal schön. Ja. Das hier oben ist ein Loch drin. Das heißt, da kann man irgendwas mit anheben. Ja. Und ich würde sagen, das hier ist ein Häkchen. Hier, das ist eine andere Form. Da haben wir auch ein Häkchen. Es gibt doch diese Töpfe, wo man so Griffe dran klicken kann. Mhm. Und irgendwie erinnert mich das daran, dass man da das irgendwo dran an den Rost oder so beim Kochen am oder an, als Griff. Und dann kann man den ganzen Grill hochheben. Genau. Und das ist für die Pfeife, Pfeifenputzer. Da macht man das vorne, das ist ja so halbrund hier, kratzt man es aus und da kratzt man dann nochmal die Vertiefung aus. Okay, wollt ihr einen ersten Tipp haben? Ja. Ja? Meinst und das war es nicht. Ihn? Pfeifenkratzer ist sehr gute Idee, dafür wäre es zu kurz ein bisschen. Der erste Tipp lautet rund. Aha. Nicht eckig. Ah, ja. Danke Sven. Wenn du hier noch weiter uns hier so disst, dann geht's hier gleich rund. Gibt es Kugeln, die man anheben möchte? Weil es wirkt ja wirklich wie ein Griff, wie etwas, wie du sagtest, dass man wo reinsteckt. Blockflöte. Das heißt, die Löcher bei der Blockflöte. Die werden damit gefräst. Ja, die immer auf diesen Quatsch kommen. Das ist Wahnsinn. Ja. Blockflöte. Ich glaube übrigens nicht, dass es zum Fräsen ist, weil dafür ist es nicht scharf genug, sondern wirklich, dass man es wo reinsteckt, um an einem Gegenstand einen Griff zu befestigen. Seid ihr bereit mental auch für den zweiten Tipp? Ja. Wir merken uns rund. Es ist nicht persönlich gemeint. Der zweite Tipp lautet schlaff. Was? Rund schlaff. Und schlaff. Schlaff? Ein rund und schlaff. Trommelspanner irgendwie sowas. Rund und schlaff, man spannt ein Set. Trommel, ja, das Dings. Und aber wozu dann das? Es ist ja nicht nur spannen. Es ist oder ja auch vom Tennisschläger, der ist ja auch rund. Seid ihr mental? Der Klavierstimmer braucht es auch. Sind wir denn bei der Trommel richtig? Bei der Trommel seid ihr falsch. Der dritte Tipp lautet, ich hätte wetten können, dass es richtig ist. Prall. Prall. Was? Prall? Prall, ja. Rund, schlaff und prall. Brüste. Wie kommst du da jetzt hier in den Pass mal auf, wie einfach du auf, also. Rund, schlaff, prall. Also ich meine, da gibt es ja nur, du kannst hier mit Silikon nachstellen, dass du so das Ventil.
15 Euro extra Punkte für Matze Knob. Das ist der Sophia Wollersheim, wie sagt man denn, Doppel-D-Regulator. Der Doppel-D-Regulator. Ein Ball-Reparaturset. Früher, ja, als sie noch teuer waren, die Fußbälle. Lederbälle. Lederbälle, dass man so ein bisschen das, ja, Reparatur, und da kann man eben vielleicht, genau, was weiß ich, eine Einführhilfe für die Nadelfaden, oder man macht es punktuell damit auf. Es ist ganz nah dran. Also als die Bälle noch teuer waren, ja, hat man sie natürlich nicht weggeworfen, sondern repariert. Ja, und genau, dann halt auch, wenn da vielleicht war da auch ein Leck drin. So eine Blase. Und man hat sie dann genau, wieder genäht. Und dann hat man eben das Ausbesserungs-. Es ist ein Lederball-Ausbesserungs-. So ich glaube, früher waren die Bälle, die hatten immer so eine Blase innen drin, und dann war das immer wie so genäht irgendwie so, dass du damit sozusagen diese Naht von diesem Ball, und dann es konntest gibt zwei Worte, die mir noch fehlen. Das eine wäre mir wichtiger als das andere, ehrlich ja, gesagt. Ja, toll. Sind das die beiden Worte? Drück doch. Das ist echt jetzt fies. Der bringt mich jetzt in eine Bedrohung, weil das ist im Prinzip richtig. Ja, ja. Also. Aber. Sven, warst du nicht hart genug heute in dieser Sendung mit uns? Also sollen wir alle vier rüberkommen? Gib noch mal her. Es geht und dich mit deinem Einstecktuch. Es geht um einen anderen Ball, das ist korrekt, als um einen Fußball. Das Volleyball. Das wäre das Zweite. Aber das ist mir nicht ganz so wichtig. Basketball. Das erste, Basketball. Aber das, okay, das Basketball. Basketball. Aber was wird da genau gemacht? Er war schlapp und er, ja, soll wieder prall werden. Was wird da jetzt genau gemacht mit diesem Reparaturset? Was wird da genau gemacht? Ich würde den Publikumsjoker jetzt sozusagen das Ventil, was verpufft. Ja, richtige Antwort. Ventil war das Wort, was mir noch gefehlt hat. Das Ventil, mehr verrate ich noch gar nicht. Ich sag erstmal sozusagen Günther Kuch aus Bensheim an der Bergstraße, die 100 Euro können wir nicht auszahlen, da waren die wirklich auch viel zu nah schon dran. Richtig erklärt eigentlich von Anfang an von Sonja und dann mit den richtigen Worten versehen von euch insgesamt. Das heißt, ihr habt wieder ordentlich Geld für euch eingenommen. Glückwunsch. Ja, richtig erklärt. Basketball und Ventil war mir wichtig. Ihr habt insgesamt 300 Euro erspielt. Wohin geht das Geld, Sonja? Unser Gewinn geht an das Museum Rheinheim im Odenwald. Da gibt es ganz spannende Ausstellungen zum Thema historische Wohnkultur und Handwerkstechnik. Super. Dankeschön dafür. Sehr schön. Und jetzt heißt es, geben wir unseren Promis mal einen Korb. Oder wie wir sie sagen würden, auch als Menschenfischer haben wir sie im Netz eingefangen. Wir sind in der Basketballhalle. Und da geht es eben mit unserem Dings vom Dach, das ist ein Set, haben wir ja schon erkannt, das ist ein Ventilset, so heißt das ganz genau. Damit wird das Ventil ausgetauscht bei einem Basketball, der zum Beispiel ein bisschen schlaff ist. Der hier zum Beispiel. Der ist ein bisschen schlaff, da muss dieses Ventil ausgetauscht werden. Und dazu braucht man dann zuerst diesen Haken, mit dem die Sonja eigentlich die Pfeife schon zunächst auskratzen wollte. Der wird dann hier dort einmal rein. Und man muss es offenbar richtig können. So, da ist das Ventil, was hier rausgeholt worden ist. So sieht ein Basketballventil aus, habe ich ehrlich gesagt vorher auch noch nicht gesehen. Und dann gibt es hier ein neues, so sieht es aus. Und dann braucht man ein bisschen, ich sag's ruhig wie es ist, Gleitcreme. Und dann kommt eben der zweite Pinnacle zum Einsatz. Mit dem drücken wir das Ganze jetzt wieder ordentlich rein. Wird an der Seite aufgesetzt. Und dann auf der Seite noch, zack, bumm, ist das Ventil drin. Dann kann man mit der Luftpumpe natürlich dann Luft reinpumpen und dann wieder ordentlich spielen und Bälle versenken. Und ich frage mich ernsthaft, wie das immer gelingt. Das Ding ist 3,05 Meter hoch im Original. Und die, manche kommen ja wirklich oben dran. Ich bin halt nur relativ klein, kann nicht mal diese Sportart richtig. Ja, ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen. Freue mich auf nächste Woche bei Dings vom Dach. Da versenken die wieder ordentlich ein paar Dingse im Dach. Und vor allen Dingen, yeah!